Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Wie angekündigt, wollte ich euch ja mal ein bisschen was erzählen von dem, wie die Staatsmacht mich verarscht hat. Bei meiner letzten Therapie davor war ich ja im Gefängnis. Mein Rechtsanwalt hatte mich da vertreten und das war diese Sache da mit dem Jugendlichen, mit 17 Jahren und so. Da ging es eigentlich darum, dass ich ihm 3 Gramm Hasch verkauft habe. Er hat es dann zu seinem Geburtstag, zu seinem 18. Geburtstag sollte das dienen, er hat es dann in Herrsching weiterverkauft. Ja, da hat irgendjemanden für, weiß ich nicht, 20 Mark oder so Gramm verkaufen wollen, am Bahnhof, bei den Fahrrädern, und ist erwischt worden. Dann hat er mich verpfiffen, dann haben sie bei mir Hausdurchsuchung gemacht, haben ein paar Platten gefunden, 150 Gramm oder sowas, auf dem Balkon eine kleine Pflanze, die fast am Verdörren war, ein paar LSD-Trips haben sie noch gefunden. Und wussten dann auch ganz genau, wo das Zeug liegt. Da hat er eine Aussage gegen mich gemacht. Da der aussah wie ein Mittler, haben die Polizisten auch gesagt, du, das glaube ich dir, dass du dich gewusst hast, wie der, dass der noch so jung war. Ich zeige euch mal ein Foto von einem seiner Freunde, mit dem ich eigentlich zusammen war immer. Und der auch minderjährig war. Ja, und das hab ich, wir haben halt nie drüber gesprochen. Wenn ihr das Foto jetzt seht, dann wisst ihr gleich, warum und wieso ich gedacht habe, der ist volljährig. So, den habe ich kennengelernt beim schweren Gewitter. Siefeld-Hechendorf in der S-Bahn, hat er mich um eine Zigarette angeschnurrt. Wir haben ins Gespräch gekommen und der war halt wirklich enorm intelligent schon für sein Alter. Und das habe ich natürlich nicht geknallt, dass der noch so jung ist. Spielt er schon im Laufe der Zeit. Ja klar, der hat er studiert ja und so weiter und so fort. Aber da er mir mal Peace besorgt hat, also Hasch besorgt hat, vorher, bevor ich Stillen angefangen habe, wieder angefangen habe, ja, dachte ich halt mir nichts dabei. Niemand kontrolliert einen Ausweis. Gut, das wusste aber der Richter alles gar nicht. Was der Richter wusste, ist, dass ich Hasch gehabt habe, dass der eine 17 Jahre alt ist und dass er mich verpfiffen wird. Mit diesen 3 Gramm. Mehr hat er nicht gewusst. Dann hat er mir 3 Jahre ohne Bewährung gegeben. Der hat mich angebrüllt wie blöd im Gericht, als wäre ich der Schwerverbrecher schlechthin. Das Ganze hat es auch in das Lokalblättchen da draußen geschafft. Da war ich dann 1 Jahr älter, als ich wirklich war. Mein Vermieter hat das gelesen in der Zeitung und wollte gleich, dass ich die Wohnung verlasse. Also die Geschichte, an die habe ich gar nicht mehr gedacht, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass mich mein Vermieter dann aus der Wohnung raushaben wollte. Da drehen wir anders mal drüber. Jetzt geht es darum, dass ich da halt in Haft war und dieser Drecksack da, der mir das Starnberg, der wollte halt nicht, dass ich auf Therapie gehen kann. Deswegen hat er mir 3 Jahre gegeben. Da muss man keine 3 geben. Hätte man auch 2 geben können. Nein, er hat mir 3 gegeben. Da bin ich in den Berufen gegangen. Daraufhin ist das Ganze dann in München gelandet und nicht mehr in Starnberg. In München dann im Berufungsgericht. Die haben es erstmal bestätigt, diese ganze Geschichte, weil der andere Vollpfosten, wo ich euch auch schon was erzählt habe, da oben ist das Video dazu. Weil dieser Vollpfosten gesagt hat, ich hätte gewusst, wie alt er ist, haben die das erstmal bestätigt. Dann bin ich in Revision gegangen und meine damalige Anwältin auch sagt, sie glaubt nicht, dass es was bringt, aber ich soll es, ja, sie macht es für mich, also sie legt es ein. Am Ende vom Lied haben dann die Richter da zurückrudern müssen, weil sie die ausgesagten Mengen nicht zusammenbringen konnten mit dem THC-Gehalt. Also es war keine nicht geringe Menge, sondern was geringe Menge. Und dann haben sie mir 2 Jahre ohne Bewährung gegeben. So, dann war ich in Haft und wollte auf Therapie. Und dann kriege ich so Post und da steht dann da drin Verfügung. Der Antrag des Verurteilten vom 23.03.1999, wir nähern uns langsam dem heute, die weitere Vollstreckung der durch Urteil des Amtsgerichts München vom 28.09.93 erkannten Freiheitsstrafe von 2 Jahren und der durch Urteil des Amtsgerichts München erkannten Freiheitsstrafe von 7 Monaten
gemäß Paragraph 35 zurückzustellen, wird abgelehnt. Abgelehnt. Gründe. Entsprechend dem Rechtsgedanken des Paragraph 35 Absatz 6 Nummer 2 BTMG muss die Zurückstellung der Strafvollstreckung derzeit abgelehnt werden. Es ist derzeit im Anschluss an die Vollstreckung der Freiheitsstrafen mit Unterbrechung zum 15.06.99 eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren im Verfahren der Staatsanwaltschaft München II aus Starnberg unter dem Aktenzeichen M zur Vollstreckung vorgemerkt. Nach Ankunft der Staatsanwaltschaft München II liegen im dortigen Verfahren die Voraussetzungen einer Zurückstellung nach § 35 nicht vor. Aus diesem Grund ist auch im Übrigen eine Zurückstellung der Strafvollstreckung derzeit nicht möglich. Gezeichnet Oberstaatsanwalt. So, hätte der mal im Vorgang sich kommen lassen, durchgelesen, hätte er gewusst, logisch ist es ein BTM. Und logisch kann man das aussetzen, weil ich Heroin genommen habe zu dem Zeitpunkt. Das ist alles nachgewiesen bei den Urinkontrollen. Da musste ich dann, habe ich dann versucht bei meinem Anwalt und der hat dann auch, nee, komm, sitzt doch ab ein Jahr und bla und wollte nicht, dass ich nochmal einen Antrag stelle. Ich habe noch einmal einen Antrag gestellt. Natürlich habe ich das gemacht. Ich habe mir das nicht gefallen lassen. Und Leute, was soll ich sagen? Also irgendwo da hinten drin, ich habe einen Brief bekommen, dass es natürlich schon möglich ist. Naja, ja. Aber dann kam ein Brief, ja. Das wäre natürlich schon aussetzbar gewesen, aber ich habe dann hier eine Reststrafengeschichte. Das war eine Vollstreckungsübersicht. Also, Sie haben mir geschrieben, hinsichtlich Ihres Antrags nach § 35 muss ich Ihnen mitteilen, dass ausweislich der neuesten Vollstreckungsübersicht einer Rückstellung derzeit die Vollstreckung der nicht rückstellungsfähigen Ersatzfreiheitsstrafe im Verfahren 331 bla 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 der Staatsanwaltschaft München I entgegensteht. Zur Beseitigung der Rückstellungshindernisse besteht die Möglichkeit, die Ersatzfreiheitsstrafe durch vollständige Bezahlung der Geldstrafe abzuwenden oder diese vorweg zu vollziehen. Zu diesem Zweck könnte die hiesige Vollstreckung unterbrochen werden. Also nachdem ich ja da schon fast ein Jahr drin war, und es so ist, dass man immer erst die längste Strafe absitzen muss, und am Ende dann die immer kleiner werdenden, und bei mir Geldstrafe da war, die ganz am Ende liegt, haben sie gesagt, ich muss das erstmal alles absitzen und nach der Geldstrafe kann es gehen. Dann habe ich mal eine Vollstreckungsübersicht im Knast kommen lassen. Da hatte ich dann laufende Nummern. Freiheitsstrafe zeitig, 31 Tage, Rest aus 3 Monaten, Widerruf. Aus einer da hatte ich halt so einen Bewährungswiderruf. Dann 2 Jahre, da hatte ich noch 244 Tage, also fast komplette Zahl. Dann hatte ich 114 Tage, Rest 7 Monate aus einem Widerruf. Dann hatte ich eben diese 2 Jahre aus Starnberg. Und ganz zum Ende 71 Tage Geldstrafe. Jetzt habe ich das umwandeln lassen, die 71 Tage nach vorne ziehen. Und als sie vorgezogen waren, hatte ich sie ja praktisch schon sofort schon abgesessen gehabt, die Geldstrafe. Und dann hatte ich keine Einzelstrafe mehr, die über 2 Jahre ist. Somit war alles aussetzungsfähig. So, Anwalt wieder gesagt, auf den habe ich eh schon geschissen gehabt. Und dann habe ich, da habe ich halt das dann beantragt gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte noch einmal einen Antrag stellen auf Therapie statt Strafe. Und dann kam ja der Beschluss. So, den Antrag vom 28.03. wird mitgeteilt, dass die in der Anlage angeführten Ablehnungsgründe überprüft wurden. Keiner dieser Gründe liegt hier vor. Keiner dieser Gründe liegt hier vor. Ich habe extra mir ein Justizbuch kommen lassen, also Strafgesetzbuch und alles, und habe alles gewälzt und habe nachgelesen, wann, muss, wie, das ist ja alles fest geregelt gewesen, weißt du, und die Wichser wollten mir einfach nicht mehr rauslassen. Ja. So, dies schließt allerdings nicht aus, dass der Zurückstellungsantrag aus anderen Gründen abgelehnt werden muss. Zu diesem Zeitpunkt habe ich aufgehört zu kiffen im Knast und habe nur noch gesoffen, damit ich auch bei der Urinkontrolle definitiv sauber bin. Weil die kam, die Urinkontrolle,
Da musste man sauber sein, damit man danach auf Therapie gehen kann. So, Ablehnungsgründe bei einem Zurückstellungsantrag nach § 35 BTMG. Fehlende Betäubungsmittelabhängigkeit nach vorläufiger Überprüfung der Urteilsgründe. Eindeutige Alkoholabhängigkeit. Bei Ausländern bestandskräftige Ausweisungen durch das Kreisverwaltungsreferat München. Haben Sie damals schon ausweisen, ausweisen, ausweisen? Viertens, eingetragene Neuverfahren bei der Staatsanwaltschaft München 1. Antragsteller ist ohne festen Wohnsitz, 2-Jahres-Grenze überschritten. Das wären die Gründe gewesen. So, und dann zu Ihrem Antrag gemäß Paragraph 35 vom 28.03. werden Sie hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sie die notwendigen Therapieunterlagen, konkrete Platz- und Kostenzusagen in eigener Verantwortung vorzulegen haben. Sollten Sie die entsprechenden Unterlagen nicht bis zum so und so vielten vorlegen, wird die Zurückstellung abgelehnt werden. Wegen der erforderlichen Unterlagen können Sie sich an den externen Drogenberater oder an den Sozialdienst der Justizvollzugsanstalt wenden. So, das war halt dann für mich so gut wie ein Jetzt geht's los. Und dann habe ich nachgelegt und habe mir bei der anderen Staatsanwaltschaft einen Antrag gestellt. Und hier steht dann auch, wird zurückgestellt und die nachgewiesene Zeit des Aufenthalts in der staatlichen anerkannten Therapieeinrichtung wird gemäß Paragraph 36 anerkannt. Bis zu 2/3 Strafe. Und dann habe ich halt so Auflagen und Weisungen, dass ich halt das dort immer Bescheid geben muss, in 2-monatlichen Abständen, dass ich noch dort bin mit dem Stempel von der Therapieeinrichtung. Und dass es sofort widerrufen wird, sobald ich dort abbrechen würde. Das war halt gang und gäbe, dass man dann sofort wieder ins Gefängnis abwiesen. Frage ich mich schon, da ist man, wird man behandelt wegen einer Krankheit, aber wenn man sagt, nee, ich will die Behandlung nicht mehr, wird man eingesperrt. Sanfter Druck schaut anders aus. Ja, und damit haben sie mich dann wieder mal auf Schub geschickt. Dieses Mal wurde ich in die Freiheit verschubt. Und in der Freiheit dann war ich auf Therapie. Erzähle ich euch dann, wenn es bei den Therapiegeschichten soweit ist. Bis dahin muss ich euch leider um Geduld bitten. Und dann komme ich auch nochmal auf die Post hier zurück und werde nochmal hierhin verlinken. Bis dahin, Peace out.